Eine so verhärtete Fronte wie bei der Altersreform hat es im Parlament Bern selten gegeben. Die Parteien haben ihren Politikerinnen und Politikern teilweise vorgesagt, wie die stimmen müssen. Und das ist eher ungewöhnlich, wie die Nationalrätin Ida Glanzmann bei uns im Fokus gesagt hat. Wir haben gesehen, wie die Leute lobbyiert haben, wie man versucht hat, noch Stimmen zu holen von der einen oder anderen Seite, wie man zum Teil auch Direktiven durchgegeben hat, was man eigentlich so nicht könnte und wo ja eigentlich auch nicht gerade das beste Beispiel ist für unsere Demokratie, dass man dann sagt, wie man stimmen muss. Kann also bei so klaren Vorgaben der Fraktionen eine Politikerin oder ein Politiker überhaupt noch selber entscheiden? Zara Wicki berichtet. Vom Bundeshaus zurück im Geschäft. Der Alois Gmür hat es schön gefunden, wie geschlossen die Fraktionen zu der Altersreform gestimmt haben. Aber anders abstimmen als die eigene Fraktion, das könnte negative Auswirkungen für den Politiker haben. Ja, man ist einfach in der Partei als solches ist mir kaltgestellt, kommt auch keine Verantwortung über, kommt keine Ämter über. Und von dem her kann man nichts mehr bewirken, hat einfach auch keine Glaubwürdigkeit mehr, wenn man sich äußert bei gewissen Themen. Also man stellt sich wirklich auf die Seite. Ganz so dramatisch sieht Damian Müller nicht. Trotzdem ist auch für ihn klar, ein politischer Querdenker innerhalb der Partei bringt es nicht weit. Wenn du natürlich sehr eine arrogante Haltung hast und nie mit dir reden und eine Sturheit hast auf deiner Linie, dann muss man sich einfach auch bewusst sein, dass man dann vielleicht parteiintern nicht die nächsten Schritte machen kann, insbesondere im Nationalrat. Wenn du Nationalratspräsident werden oder Bundesrat willst werden, weil schlussendlich brauchst du eine Mehrheit von dem Parlament, um die nächsten Schritte zu machen. Das bestätigt auch der Politexperte Tobias Arnold. Der Druck der Fraktionen auf Parlamentarier hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Ich würde es aber nicht grundsätzlich als negativ anschauen. Es gibt sicher grundsätzlich die Idee, dass Parlamentarier selber entscheiden sollen, was sie für richtig finden. Aber gerade im Nationalrat muss man auch sehen, dass wir ja eigentlich Parteien wählen und nicht einzelne Köpfe. Und es soll auch, ist eigentlich auch im Sinn der Wähler, dass Parteiverhältnis einigermaßen im Parlament sich so widerspiegelt in den Entscheid des Parlaments. Und dann ist es halt die Aufgabe der Fraktionschefs, dass sie ihre Schäfchen eigentlich im Griff haben. Die Altersreformabstimmung zeigt, dass das der Fall war. Der Damian Müller hat aber keine Bedenken, eine andere Meinung zu vertreten wie seine Fraktion. Nein, wie gesagt, wenn du einen Entscheid kannst begründen, warum nicht oder warum dafür, dann ist es nachher jedem seiner eigenen Verantwortung. Und schlussendlich ist unser Arbeitgeber die Bevölkerung und die entscheiden bei den nächsten Wahlen, entscheiden, ob sie den Politiker wieder auf die Liste schreiben oder nicht. Diskutiert wird in den Fraktionen intensiv schon vor den Abstimmungen. Die Meinung der Mehrheit bestimmt schlussendlich, ob ja oder nein abgestimmt wird. Es ist so, dass natürlich viele eigentlich anders stimmen, aber aus Loyalität zu der Mehrheit in der Fraktion stimmt man einfach dann das, was die Fraktion vorgibt. Der Alois Gmür ist sich sicher, wenn man anonym abstimmen könnte, sehen die Resultate oft ganz anders aus.